Die Tat passierte am späten Abend am Bahnhof Billstedt. Dort gerieten offenbar mehrere Männer in einen Streit, weshalb ist noch unklar. Einer der Beteiligten zog ein Messer und stach auf einen der Männer ein. Der ging schwerst am Oberkörper verletzt zu Boden. Zeugen riefen Polizei und Feuerwehr. Die alarmierten Sanitäter und ein Notarzt versuchten noch, den Schwerverletzten wiederzubeleben. Das gelang aber nicht. Er starb am Maukestieg in der Nähe des Bahnhofsvorplatzes. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Polizisten suchten im Umfeld des Bahnhofes nach den Tätern. Beamte in weißen Schutzanzügen sicherten am Tatort Spuren und machten Fotos. Die Mordkommission übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen.